Servus Leute, zurück zu Surviving the Aftermath. Ich schaue gerade auf die Hoffnung. Auf die Hoffnung für meine Probleme in Sachen Brettern. Ja, das ist meine große Hoffnung. Ich hoffe jetzt in nächster Zeit, dass diese prinzipiell fertig werden und dann werden Bretter produziert. Irgendwann werden wir das mit den Brettern hinbekommen. So, in der Zwischenzeit. Nahrung wird mehr produziert, damit ich hier wieder ausgleichen kann. Und Abfallrecycling wird in... wird hier produziert, weil dann können wir Teile machen. Teile sind wertvoll. Danach müsste ich eigentlich, schauen wir mal, was hier, Bohrmethoden für besseres Wasser, eigentlich nicht notwendig, tatsächlich, finde ich. Warum brauchen wir das? Ach ja, wegen trockenen, bei trockenen Klimaen. Aber wir haben ja ein ein nahrhaftes Klima. Deswegen ist es nicht so schlimm. Schrottsammler. Ja, mehr Produktion von Teilen. Ah ja, genau. Wir müssen eigentlich auch eine Schule bauen. Oh ja. Also erstmal Priorität von dem erhöhen. Ein Handelskonvoi ist angekommen. Oh, das bedeutet, die Bretter sind angekommen. Ah, geil. Was können wir noch mit den handeln? Die haben gerade Brennholz, Feuerholz. Ja, Metalle hätten sie gern. Haben wir nicht viel von denen. Tatsächlich, Mehlwürmer, Klamotten. Ich könnte ein paar Klamotten denen geben. So, geben wir denen ein paar Klamotten. Wir produzieren nicht ordentlich. Und nehmen dafür das. Ja, wir nehmen alles. Für die Reputation eher, tatsächlich. Abfallstoffe brauchen wir gleich. Benzin ist wertvoll, dementsprechend. Bestätigen, bestätigen. So, freundlich. Ist die Frage bloß, kann ich danach mit Diplomatie irgendwas erreichen? Jetzt habe ich die extra gepusht. Schauen wir mal, was daraus wird. Das Feuerholz kann ich sogar tatsächlich gebrauchen, weil die arbeiten zu wenig. Also beziehungsweise das, was da produziert wird, die Kochstelle braucht mehr, eigentlich. Die hat zu wenig Feuerholz dafür. Fleischmale. So, warte, die macht aus 3 Fleisch 5 Nahrung, also so eine sowas ist schon praktisch. Die Spezialisten sind wieder ready. So, die Spezialisten hat man ja beim letzten Mal auf dem Weg zurück eigentlich. Du nimmst noch die Klamotten mit. Du gehst... prinzipiell ja fast straight zurück. Du nimmst natürlich auf dem Weg noch ein paar Gebiete mit und vielleicht ein paar Sachen. Du hingegen, ja, du hast einen direkten Weg dorthin. Schnell zurück und heilen. Einen kleinen Sieg. Nee. Wir nehmen dafür das mit und dann gehst du in der Richtung wahrscheinlich wieder zurück. Geld. Schön. Was ist mit Kolonist Max? Warum? Oh, ich habe keine Jodtabletten oder sowas. Befürchte ich. Ja, ich habe Antibiotika. Ein Kolonist hat eine Idee. Ja, dann her mit der Idee. Ja, okay, das hatten wir doch schon mal mit dem... Okay. Okay, extra Klamotten. Na gut. Ich verliere Haar. Ja, Max, dann... Das ist ein Problem. Ich habe keine Jodtabletten. Ich kann eine Verstrahlung nicht heilen. Noch nicht. Der Fallensteller hat sein Holz bekommen. Ist schön. Tatsächlich ist es schön. Nahrung ist nicht verkehrt. Wir brauchen tatsächlich Fasern. Was ist mit den Fasern los? Okay. Lassen wir die Zeit vergehen. Jetzt haben wir... Ah ja, ja stimmt, der Konvoi hat ja die Bretter gebracht, deswegen... Deswegen sollte hier alles in der Schnelle fertig werden. Fallensteller ist ready. Und Bretter sollten in Zukunft viel mehr kommen. Das Holzlager kann ich tatsächlich dann abreißen. Genau, weil du bist der neue Arbeiter.
merke gerade, die Arbeitszone von denen kann ich ja auch vergrößern. Mach mal. Schön. Sägewerk. Braucht zwar Strom, aber kann dafür Holz produzieren. 16 pro Tag schaffen die. Nahrung ist bald am Ende, stand da gerade. Sollte nicht der Fall sein. Wir produzieren jetzt deutlich mehr. Wir bräuchten mal einen richtigen Puffer an Nahrung. Also wir sollten generell an allem einen richtigen Puffer bauen. Rohstoffe. Rohstofftechnisch sind wir jetzt eigentlich super versorgt. Ich sollte mal hier oben ein Lager bauen. Eine Lagerhalde. Thomas ist verletzt, er kann sich heilen lassen. Braucht erstmal ewig hindert. Aber es läuft. Oh, Forschung. Wir forschen gerade nichts. Warum forschen wir nichts? Schrottsammler. Ja. Forsch mal, weil dann... Produktion extra Teile. Moment, ging das... Das ging instant, oder? Das ist mir gar nicht aufgefallen. Es gibt doch Sachen, die instant erforscht werden können. Das können wir doch gleich machen, wenn wir welche weiteren finden. Kochausbildung. Delikatessen. Nee, okay. Das braucht Zeit. Ich dachte schon gerade, das ist schon fertig. Was ist da los? Die Lagerhalde ist fertig. So, mit dieser Lagerhalde in der Nähe können wir hier ein bisschen... effiziente Farmen. Kann ich theoretisch die abreißen. Das Lebensmittellager. Puh, ja, es ist zu leer. Sagen wir es mal so. Ich habe... ein Lagerhaus habe ich schon, oder? Das ist ein Lagerhaus. Ja, das ist ein Lagerhaus. Das sind die wertvolleren Gegenstände. So, jetzt bräuchte ich eigentlich nur noch die Produktion von Teilen. 12 Energieverbrauch. Da brauche ich noch einen Stromgenerator. Akku-Pack könnte ich eigentlich auch machen. Ah, dazu brauchen wir aber Teile. Das ist ja geil. Forschung haben die auf Lager. Wobei, ich brauche keine Forschung mehr. Gebe mir dafür kein Geld mehr aus. Mit denen habe ich jetzt eine super Reputation. Gibt es irgendwas, was ich gebrauchen kann? Teile kann ich gebrauchen, tatsächlich. Teile sind aber teuer. Die haben alle meistens ein Auto oder so. Nö, da ist gerade nichts, was ich für relevant empfinde. Sonnenenergie vielleicht. Nee, Sonnenenergie finde ich nicht konstant genug. Liga tagsüber. Weiß ich jetzt gar nicht, was der Vorteil von Windkraft, die... Das ist halt was Geiles dort hinten. Allgemeines Lagerhaus. Abbau von Aggressionen. Ah, dort hinten geht's in die Zufriedenheit. Gehen wir mal hier weiter. Gehen wir mal ein bisschen Zufriedenheit, dann kriegen wir mehr Kinder.
Wobei, das Problem mit mehr Kindern ist natürlich auch gegeben, dass... Schwierig. Apropos, ich hätte gerne mal ein großes Feld. Ein Bretterdieb geht um. Baumfestung. Nee, lass sie stehen. Zufriedenheit. Jawohl. Ist immer gut. Zufriedenheit bedeutet, die produzieren mehr Kinder über die Zeit. So, das große Feld soll Kartoffeln anbauen. Abreißen. Natürlich sollte man vielleicht eher den Ertrag holen, aber ich mache das jetzt einfach mal ohne. Ärgerlich. Ich will noch ein großes Feld. Aber nicht auf dieser überirdischen Sache. Schauen wir mal da drüben. Da drüben müsste auch einiges an Platz sein. Gut gedüngt durch die Leichen. Eigentlich ist es was Feines. Ist ein guter Dünger. Not gonna lie. So. Okay. Vorrat an Nahrung. Ja, das wird jetzt sogar stärker, indem ich habe ja prinzipiell die Vorräte erstmal abgebaut. Die Leute werden sterben, aber wir produzieren doch mehr, oder? Die Produktion ist höher. Wird Zeit, dass die Leute zurückkommen. Oh, die hätten schon längst zurückkommen können. Das ist ja belastend. Tatsächlich. Wie sieht's aus? Wir brauchen eigentlich nichts Zwingendes. Wir brauchen dich zurück. Du hast ein paar gute Sachen dabei. Medizin oder Klamotten? Du kannst schon mal. Also, ich brauche sowieso zwei Züge, deswegen kannst du auf dem Weg direkt die Medizin nehmen. Und kassierst erstmal. Das ist nicht gut. Du erkundest hier, bitte. Okay. Ja. Und hier ist... Sie ist da. Okay. Oh, und sie hat sehr viele Bretter mitgebracht. Oh, Bretter ist jetzt nicht mehr das Problem. Es geht schön weiter. Fleißig, wie wir sind. Ah, gut. Talking to you. Gut. Benzin.
Brauchen wir zwar nicht zwingend gerade, aber es schadet auch nicht zwingend. Gut, also ich will auf jeden Fall meine Nahrungsknappheit stark bekämpfen. Und ich gehe davon aus, dass das mit den Feldern eine gute Quelle ist. So, Weizen. Oh, du bist voll geheilt. Dann kannst du wieder auf die Karte. Halt. Dammit. Dammit, jetzt ist sie schon auf der Karte. Und wieder rein. Oh, die muss jetzt... Ach ja, stimmt, das ist der andere Wagen. Die muss dann jetzt erstmal reparieren. Zwei? Nee, eins. Du bist der Nächste. Du gehst jetzt hier rein, nimmst ein bisschen Benzin mit. Sehr gut, hat auch geklappt. Erkunden, weiter und hier. Die repariert gerade und der heilt sich jetzt. Ah, ein neues kleines Wesen. Jetzt wird er mit der Nahrung knapper. Mit der Nahrung wird es wieder knapper. Das sind Fallensteller, ja? Das sind Fallensteller. Wo ist ein gutes Gebiet für diesen Fallensteller? Ja, da oben? Schön im Giftmüll. Hier doch bestimmt, oder? Ja. Ja, wir haben eine 100. I love 100. Ich brauche noch einen Fallensteller. Also ich brauche mehr, deutlich mehr Nahrung. Achso, da ist schon einer. Das ist schlecht, wenn da schon einer ist. Hm, 96% ist auch nicht schlecht. Nehmen wir. Damit ich... Ah, der Bärenstrauch geht mir auf den Geist. Damit ich endlich Nahrung habe. Ah, perfektes Timing. Ich brauche nämlich Erwachsene. Mehr Erwachsene. Diese zwei Hütten werden zwar vermutlich durch dich und dich dann betrieben, aber ich brauche mehr Erwachsene. Baut an, anpflanzen. Kann ein bisschen dauern. Auto ist repariert. Feuert. Und du sollst ja eigentlich... Wo musst du eigentlich? Ein weiter Weg zurück. Hierhin. Eigentlich sollst du ja hier durch. Ein paar Komponenten. So, mit dem Auto. Autos repariert. Team erstellen. Auto. Das Auto fährt jetzt.
Keine Gefahren hier überall. Na dann, geh mal dorthin und hol mal das Stuff hier alles. Halt, haben alle was getan? Alle haben was getan. Der andere muss ja noch heilen. Benzin ist... Ja gut, das ist kein Problem. Haben wir noch genug. Das einzige Problem ist wirklich die Nahrung. Und Wasser wird langsam auch wieder knapp. Aber das ist auch nicht richtig 100%, weil wir bauen einfach einen weiteren Wasserbrunnen und das ist dann gut. Ah, weitere Überlebende, gerade wo unsere Nahrung richtig gut wird. Oh ja, ein neuer Spezialist, 3 zusätzliche Erwachsene. Da sage ich natürlich nicht nein, das sieht gut aus. Überlebende suchen Schutz, gerne. Oh. Spezialist beschützen wird. Schauen wir mal. Du bist auf der Weltkarte besser Wobei. Nee, du wirst dich um das neue Auto kümmern. Kriegst gleich ein Auto verpasst und dann kannst du raus. Wir haben einen Obdachlosen, habe ich auch gesehen. So, hier hinfahren. Aussteigen. Farmen. Die Forschung kann ich wieder gut gebrauchen. Ne? Du kannst doch gut plündern. Forschung. Das nehmen wir alles mit. Schön, Feuerholz. Versuchen wir die Komponenten zu nehmen. Passt. Gut. Ein weiterer Erwachsener? Sehr gut, sehr gut. Okay. Nahrungstechnisch sind wir auf gutem Weg. Verbrauchstechnisch von Wasser, sobald es gebaut ist. Gleich geschafft. Dann haben wir auch das. In guten Mengen. Ein Wasserturm. Tatsächlich, da wir jetzt die Ressourcen alles so haben, kann ich den mal bauen. Ja, schön. Ressourcentechnisch sind wir gut versorgt. Wir haben alles. Das Einzige, was ich schon wieder nicht mache, ist forschen. Das ist noch zu schwach anscheinend. Gefahrguttechnik. Umweltstation, Atommülllager. Das machen wir jetzt mal. Süßes Porzellan erstmal. So, und jetzt geht's um die Umweltkatastrophen. Wo machen wir ein Atommülllager? Wo ist es zu finden? Atommülllager. Darf aufgrund seiner hohen Gefahren nicht einfach nur herumliegen. Atommüll wird es in relativer Sicherheit eingelagert. Relative Sicherheit. Haben wir schon eine Werkstatt, die Teile produziert? Ja, haben wir die schon? Nein, haben wir noch nicht. Habe ich schon... Ah, Strom habe ich auch noch nicht. Dann kommt das auch als nächstes. Eine Werkstatt, die Teile produziert. Ein weiteres Stromgebäude. Und wir machen mal ein Akkupaket. Weil wir es können. Zusätzlicher Strom wird gelagert. Außerdem, wo ist jetzt dieses neue Gebäude? Wasserturm. Strom. Ich
suche das Gebäude, was sozusagen den Müll entsorgt. Wer entsorgt das? Muss ich nochmal in die Forschung reinschauen. Gefahrguttechnik. Umweltstation. Wo ist die? Wo finde ich die? Hier haben wir sie. Ach ja, und die Schule war ja auch notwendig. Ach, ich erinnere mich, die kommt hier direkt zentral, die Schule. Und das Umweltamt kommt auch hier zentral. So, jetzt haben wir einiges zu tun. Oh ja, da entwickelt sich jetzt vieles. Gefahr, aber nicht starke Gefahr. Können wir vielleicht als nächstes wegmachen. Forschung, aber nicht gute Forschung. Hol dir noch die restliche Forschung, gut. Perfekt. Dann kannst du weiter hier, 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 hier und klapperst dir das Zeug ab, bis du halt wieder geschwächt bist. Und dann kannst du wieder zurück. Oh ja, wir haben noch einen Obdachlosen. Ah, das müssen wir noch ändern. Eine weitere Baracke. Passen Baracken hier hin? Nein, Baracken passen nicht hier hin. Versuch die ein bisschen zu bündeln. Hier ist ein guter Bündelplatz. Habe ich eigentlich schon... Nein, habe ich noch nicht. So, es gibt viel zu tun. Macht mal. Hallo, kleines Wesen. Willkommen auf dieser Welt. Produziert mal nicht so viele Menschen. 3 sind obdachlos. Dann machen wir... Lieber 2 Baracken direkt. Ja. Oh, Moment. Du... Radioaktiver Niederschlag. Der Himmel verwandelt sich von einem strahlenden Blau zu einem giftigen Grün und die Luft scheint, deine Lungen zu brennen. Das sind die ersten Anzeichen einer drohenden Gefahr. Die intensive Strahlung stellt während des radioaktiven Niederschlags sowohl für die Kolonisten eine ständige Bedrohung dar und sie können an den Folgen sterben. Auch alle Nutzpflanzen werden eingehen und vor dem Ende des Niederschlags kann nichts angepflanzt werden. Schwere Fälle von Strahlenkrankheit und Durst belasten jeden extrem. Ernte, bevor alles verdirbt. Lege Vorräte von Jodtabletten aus der Weltkarte an, um Strahlenkrankheit schnell zu heilen. Setze zusätzliche Sanitäter ein und füge medizinische Zelte hinzu, um die Heilung zu beschleunigen. Dammit. Okay. Das hatte ich jetzt noch nicht, diese Katastrophe. Und für die bin ich nicht vorbereitet, muss ich zugeben. Meteoriteneinschlag. Ressourcen sind da. Aber... Dafür... das wird schwieriger. Die Schürfzüge arbeiten. Okay. Das ist jetzt ein bisschen zu knapp. Jod. Schauen wir mal beim Handelsfenster. Hat jemand Jodtabletten im Angebot? Tatsächlich. 7 Tage. Holy Macaroni. Ja gut. Da wird verheerend werden, dieser radioaktive Niederschlag. Der wird wehtun. Der wird richtig wehtun. Jodtabletten. Ich bin gerade mit der einen auf dem Weg zu den Jodtabletten. Hier sind die Jodtabletten. Die hätte ich eingesammelt tatsächlich. Das war mein Ziel sogar. Aber sie ist zu spät dort. Sie ist viel zu spät dort. Wir werden also unvorbereitet. Höheres Wasser. Das ist mit dem hier gegolten. Wobei, ich könnte vielleicht noch einen weiteren Brunnen machen. Vielleicht macht ein weiterer Brunnen durchaus Sinn. Brauchen wir bloß einen Platz, wo auch ein Brunnen funktioniert. Gut funktioniert im Idealfall. Sind gar nicht so viele Orte. Ah, doch, hier. Brunnen braucht ja keinen... Also Brunnen kann ich massenweise eigentlich produzieren. Die brauchen ja nichts Besonderes. Das finde ich gut. Die brauchen eigentlich gar nichts. Du hast kein Holz in dem Gebiet mehr. Das ist richtig. Dementsprechend... Geh mal ein wenig weiter darüber. Zum Müll.
Okay. Ja, die Katastrophe wird als nächstes einschlagen und wir müssen schauen, was sich daraus entwickelt. Der radioaktive Niederschlag, deswegen gibt es eigentlich diese. Die Insektenfarm ist davor geschützt. Die Felder nicht. Da kann ich also jetzt ernten drücken. Bei dem Feld zumindest, weil... Tschernobyl, sage ich nur. Mein Geburtsjahr, 86. Da gab es auch radioaktiven Niederschlag dann in Deutschland. Und man musste so Pflanzen wie Spinat, das war im Frühjahr, das war im April, glaube ich, die Katastrophe von Tschernobyl, wo das Atomkraftwerk leckte oder in die Luft flog. Und die radioaktive Wolke, ja, die hat halt die ganze Umwelt vergiftet sozusagen. Da musste das ganze Essen sozusagen vernichtet werden, was im Garten angebaut wurde. Schade. Und das müssen wir jetzt machen. Bevor es kommt. Wir sehen es jetzt so sozusagen, dass es eintritt. Dementsprechend können wir noch ein bisschen reagieren. Ein bisschen Nahrung einlagern. Ich weiß nicht, die Fallensteller werden wahrscheinlich auch ein Problem haben. Oder Fischer mit radioaktivem Niederschlag. Alle haben ein Problem mit radioaktivem Niederschlag. Das ist alles schlecht. Alles schlecht. Oh, wie sieht es mit dem Getreide aus? Ist der schon erntereif? Nein. Noch nicht. Ja gut. Dann... sehen wir uns beim nächsten Mal wieder mit der neuen Katastrophe. In dem Sinne, ciao, bis zum nächsten Mal.